Hallo, herzlich willkommen zu unserer Playlist der parapsychologischen Geräte. Mein Name ist Eckert Aust und ich möchte euch heute die Geräte vorstellen, die wir bei unseren Untersuchungen nutzen und möchte euch dabei erklären, welche Funktion sie haben, welche Messprinzipien folgen und was wir damit erwarten, quasi aufzunehmen und zu dokumentieren. Und wir fangen jetzt bei der ersten Folge ganz, ganz simpel mit den allerursprünglichsten Basics an, quasi den Basics der Wissenschaft. Und da muss man vielleicht dazu sagen, der größte Unterschied zwischen Wissenschaft und irgendwie rumexperimentieren ist das Thema Dokumentation. Jedes Experiment, jeder Versuch, alles was man machen möchte, hat nur dann Bestand, wenn man Beweis liefert. Der Aufbau ist immer, es wird eine These formuliert und es wird versucht, mittels Beweisen diese These zu belegen. Umso öfter man diese These beweist, umso eher wird sie zu einer Theorie. Umso öfter man sie widerlegt, verliert diese Theorie an Kraft, beziehungsweise wird die These gar nicht erst zu einer Theorie. Also ist das Grundlegendste was natürlich? Klar, wir müssen Beweisführung machen. Das geht ganz klassisch mit Stift und Papier. Alles kein Thema. Man könnte zum Beispiel ein großes Buch mitführen, ich zeige jetzt hier einfach nur ganz weiß, indem man einfach alle möglichen Notizen macht. Ich blätter jetzt aus Herz mal irgendwas auf. So. Ist jetzt nichts Besonderes, war nur mal eine These, die ich irgendwo mal aufgeschrieben habe. Ist nicht von mir die These, ist mal einfach mal aufgenommen. Aber das Prinzip halt, was dahinter steckt, ist, dass es irgendwann dokumentiert ist. Und gerade wenn wir jetzt unterwegs auf einer Untersuchung sind, ist es natürlich nicht nur wichtig zu sagen, wow, toll, wir haben irgendwas erlebt, sondern es ist auch wichtig, dass wir das irgendwie dokumentieren. Da wir nach den Vorgaben der Deutschen Forschungsgesellschaft und nach den Vorgaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung arbeiten, kurz BMBF, sind wir natürlich ein bisschen angehalten, deutlich besser zu dokumentieren, ein bisschen deutlich stärker zu falsifizieren. Und ja, es erfolgt trotzdem alles noch mit Papier, egal ob man es aufschreibt oder dann digital. Das heißt, zu jeder Untersuchung gibt es dann quasi auch ein Protokoll. Das werden wir aber jetzt euch nicht direkt vor die Nase halten, denn das ist teilweise doch recht langweilig. Gut, ich lege das Buch mal weg. Es geht natürlich auch noch viel, viel anders, was zu dokumentieren. Audio, einfach Aufnahmen. Wenn man unterwegs ist, könnte man natürlich auch einfach quasi wie ein Tagebuch führen oder ein Logbuch, dass man sagt, oh okay, ich befinde mich jetzt hier an, schaue ich mich nur kurz um, in einem kleinen Wäldchen an den und den Ort. Wir haben die Uhrzeit 16.30 Uhr und ja, ich bin heute hier, um das und das zu machen. Und wenn ich jetzt irgendwas hätte, könnte ich natürlich auch sagen, wow, ich habe gerade ein Lachen gehört. Habe ich tatsächlich, das war aber ein kleines Mädchen, was da hinten ist, das ist ganz okay. So. Natürlich ist da noch eine andere Variante, wie ich es jetzt mache, wie wir es machen, und zwar der Videobeweis. Der Videobeweis hat natürlich eine viel, viel höhere Bewandtnis, weil Sehen ist der wichtigste menschliche Sinn. Und es gibt natürlich auch viele Dinge, die man mit Audio und Papier nicht gut beschreiben kann. Zum Beispiel kann ich ein Audio, wenn ich tatsächlich mal eine Erscheinung hätte, das sehr schlecht beschreiben. Ich könnte natürlich hingehen und sagen und beschreiben, was ich sehe, aber niemand anders könnte es sehen, nur ich. Ist natürlich etwas ungeeignet. Passiert auch eher selten, dass man was sieht, das ist eher die Ausnahme. Dennoch, und natürlich, da wir gerne euch das auch mitnehmen möchten auf unserer Expedition, da wir euch zeigen möchten, was wir finden, machen wir natürlich den Videobeweis. Der ist quasi das, was ihr am Ende kriegt. Und das Interne, was so auf Nachfrage von dem Fürstministerium und so weiter ist, ist natürlich dann alles mittels Papier, aber natürlich zweite Erläuterung auch Audio und Video. Gut, das ist quasi die Grundlage der Beweisführung. Ja, was brauchen wir noch? Was ist auf jeden Fall noch basic? Viele machen es nicht, ich kann es nur empfehlen, Handschuhe. Es ist egal, was man für welche nimmt, aber es dient dem eigenen Schutz. Und gerade wenn man an Orten unterwegs ist, wo man sich selbst nicht auskennt, wo man nicht weiß, was gerade so passiert oder was das ist, was man anfasst. Und jetzt nicht nur im Sinne von Corona, das kommt natürlich jetzt noch erschwerend hinzu, aber nein, allgemein alles, was man quasi versucht anzufassen, was man selbst nicht kennt, ist Handschuhe immer hilfreich. Das sind kleine Schutzhandschuhe, die sind recht schnittfest, extra drauf geschaut, schnitt- und stichfest, damit natürlich man sich auch nicht an irgendwelche scharfkantigen Sachen jetzt hier verletzen kann. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Aber auch die lege ich natürlich jetzt mal beiseite. Das nächste, was dazu gehört, ist eines der mächtigsten und wichtigsten Werkzeuge, die man auf jeden Fall immer dabei haben sollte, niemals vergessen sollte, egal wo man ist. Seid ihr bereit? Okay, es ist die Lampe. Gut, ich gebe jetzt zu, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr, als ihr erwartet habt. Nein, aber Lampen sind natürlich ganz praktisch, damit man auch im Dunkeln was sehen kann. Ist natürlich jetzt taghell. Ich glaube, man sieht dann überhaupt nichts. Ich versuche jetzt mal hier handfeste Schattenanzeigen, genau. Klar. Und jetzt sieht man hier natürlich, klar, da ist eine Lampe, die leuchtet.
Das überrascht jetzt wohl weniger. Ich mache sie auch wieder aus. Aber eine Lampe ist halt ganz wichtig an dunklen Orten oder auch, wenn man in einem Gebäude ist, damit, wenn es doch mal irgendwo eine dunkle Ecke gibt, man schauen kann. Das wird gerne mal vergessen, ist aber natürlich wichtig und vor allem, es ist zwar der Mythos, dass man auf Forschungen immer nachts unterwegs ist. Ich gebe zu, es gibt die sogenannte Geisterstunde, die ist zwischen 3 und 4 Uhr, nicht drauf einfallen, viele sagen 24 Uhr, das ist eigentlich Quatsch. Aber tatsächlich, wenn man so in die Dokumente schaut, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, ist von 3 Uhr bis 4 Uhr am größten. Warum das so ist, weiß keiner, das variiert auch von Ort zu Ort, aber im Durchschnitt ist das eine gute Faustregel, mit der man gut fährt. Und gerade halt, wenn man dunkel unterwegs ist, braucht man Licht. Wir haben natürlich jetzt nicht nur die Lampe, wir haben verschiedene Lampen. Das ist eine Multifunktionslampe, die werden wir in einem anderen Video nochmal sehen, wo ich euch was anderes dazu zeige mit Thema Licht. Und ja, sie sollte halt natürlich genügend Licht machen. Aufpassen, alles was mehr als 20.000 Lumen hat, müsste man aufpassen, wenn man die sich benutzen möchte. Die werden sehr schnell heiß und also auch der Strahl wird heiß und man kann halt tatsächlich dann Sachen ankokeln, was natürlich nicht der Sinn ist. Und man braucht es in der Regel auch nicht, außer man es auf einem großen Weidenfeld. Gut. Das haben wir jetzt also mal kurz zusammengefasst. Wir haben was zum Schreien zu dokumentieren, wir haben Licht zum Gucken, wir haben Schutzhandschuhe und dann gibt es noch so, ich sage Kleinigkeiten, die man nicht immer braucht. Das waren so Sachen, die sollte man immer dabei haben. Aber so Kleinigkeiten, die man nicht immer braucht, die aber sehr hilfreich sein können, je nachdem halt, was der Ort gerade zu bieten hat. Zum Beispiel, sagen wir haben einen Ort, wo man feststellt, dass Sachen sich bewegen. Das ist relativ klar. Man hört es vielleicht manchmal nur, Beispiel ein Stuhl verschiebt sich, man hat keine Kamera aufgebaut oder so, man sieht es nicht. Und selbst wenn man eine Kamera aufgebaut hat, ist es manchmal schwer, das einzufangen. Wie kann man das also einfach dokumentieren? Bewegung lässt sich ganz leicht dokumentieren, wenn es wirklich ein ist. Einfach ein Stück Kreide genommen, einen Kreis um die Stuhlbeine gezogen oder, keine Ahnung, um das Objekt, was sich bewegt hat. Und dann schaut man, ist das Ding immer noch innerhalb des Kreises hinterher oder nicht. Ebenso ist es, wenn man Schritte hört. Das zum Beispiel ganz spannend, auch wenn es eine große Sauerei ist, Mehle. Einfach ein bisschen Mehl auslegen und dann kann man schauen, ist das Mehl verwischt? Und dann kann es natürlich ganz spannend werden, denn die Frage, okay, wenn das Mehl nicht verwischt ist und wir trotzdem irgendwie Schritte gehört haben und die Träume nicht irgendwie erklärbar sind, das Gebäude hat sich gesetzt, irgendeiner ist doch rumgelaufen, Wind hat gegen irgendwelche Balken rhythmisch gedrückt und so weiter. Aber in dem Moment wäre es dann spannend natürlich, wie lässt sich das übereinander bringen? Und es ist natürlich auch eine tolle Sache, um zu dokumentieren, ob vielleicht wirklich jemand versucht hat, hier was zu manipulieren und quasi dabei ertappt wurde, durchs Mehl gelaufen ist. Fäden. Anderes Thema. Bei Fäden denkt jetzt jeder, oh mein Gott, klar, lässt sich super gut fegen. Stimmt, ist korrekt. Aber Fäden können auch wichtig sein, um irgendwas, sagen wir, zu befestigen. Sei es jetzt mal Ausrüstung, aber auch ein verlassener Ort, sage ich mal, wo man eine Tür hat, die permanent plautzt. Das muss noch schon lange überhaupt nicht übernatürlich sein. Sehr wahrscheinlich ist es Wind. Oder irgendwelche Druckverhältnisse, die sich ändern. Das ist alles ganz normal. Das ist aber ein Problem, wenn das dauernd passiert und die Tür lässt sich nicht schließen, weil der Mechanismus kaputt ist oder sonst was, dann kann ein Faden oder ein schwerer Gegenstand helfen. Den Faden kann man so festbinden, dann plaut sie nicht dauernd, die Stehe oder den Gegenstand stellt man davor und sie verfälscht nicht die Ergebnisse, denn ich sage mal so, viele Orte, vor allem wenn sie jetzt verlassen sind und verfallen, haben haufenweise Störgeräusche. Die machen natürlich das Finden von richtigen Aufnahmen sehr schwer, weil sie halt, wie es der Name sagt und was auch logisch erscheint, störend sind. Also sind Fäden zum Beispiel auch schon ein guter Weg, die irgendwie zu befestigen und vielleicht quasi auszuschließen. Umso mehr man ausschließen kann, was es ist, also was mit natürlichen Wegen zu erklären ist, desto eher kommt man dann hin zu sagen, okay, jetzt wird es langsam schwer, das zu erklären. Wobei natürlich der Ansatz immer sein muss, es muss eine Erklärung geben und erst wenn wir alle ausgeschöpft haben, dann muss man überlegen, was ist das und wie müssen wir die bekannten Gesetzmäßigkeiten eventuell anpassen, damit es jetzt immer noch stimmt und das quasi in ein Weltbild passt, was auf naturwissenschaftlicher Weise noch vertretbar ist. Ja, und das sind eigentlich so die wichtigsten Grundlagen, die man nennen sollte. Ich gebe dir zu, das war nicht spannend, aber in den nächsten Videos werden wir dann so ein bisschen immer mehr zu den Geräten und Techniken kommen, die wir verwenden. Und ich denke, das wird neben den Untersuchungen, die wir als Playlist dann haben, was wahrscheinlich für euch am spannendsten ist, und auch der anderen Playlist, die wir haben werden, indem wir, ich weiß nicht, sag mal, Theorien, Terminologie, also quasi den wissenschaftlichen Background erklären, auch sehr spannend sein. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder, vielleicht sogar auf der ersten Untersuchung dann bald. Und bis dahin sage ich Tschüss!